Ich lese. Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und im Kapitel Hauthaare bin ich angekommen bei der Schuppenflechte und es werden die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt und ich bin angekommen bei einem geeigneten Wirkstoff, der innerlich angewendet wird, zum Einnehmen ist. Und der heißt Cyclosporin. Und ich lese jetzt einfach mal vor. Ah, da ist er. Ich habe den vorher in dieser Auflistung gesucht. Ich habe ihn aber gefunden. Cyclosporin in Klammern innerlich. Grün. Geeignet bei sehr schwerer Schuppenflechte, wenn Methotrexat nicht ausreichend wirkt. Okay, das ist auch was zum Einnehmen. So. Cyclosporin bremst eine Schuppenflechte schnell und wirksam ab. Bei einem Drittel bis zur Hälfte der Patienten verschwindet sie sogar ganz. Allerdings können schwerwiegende Nebenwirkungen auftreten. Der Blutdruck kann stark ansteigen und es können sich Nierenschäden einstellen, die sich nicht immer zurückbilden. Daher sollte Cyclosporin erst angewendet werden, wenn eine sehr schwere Schuppenflechte vorliegt, die mit anderen Maßnahmen wie etwa der PUVA-Therapie oder mit Methotrexat nicht ausreichend behandelt werden kann. Also die Schuppenflechte kann so nicht behandelt werden. Wichtig zu wissen: Die Dauer der Anwendung von Cyclosporin beträgt bei sehr schwerer Psoriasis, das ist die Schuppenflechte, üblicherweise 12 Wochen. Nach einer Besserung sollte die Dosis danach langsam reduziert werden. Während einer Cyclosporin-Behandlung muss der Arzt alle 4 Wochen die Nieren- und Leberfunktion sowie das Blut untersuchen und den Blutdruck kontrollieren, um die wichtigsten Nebenwirkungen rechtzeitig zu erfassen. Während der Therapie mit Cyclosporin sowie noch 4 Wochen nach dem Absetzen der Arznei dürfen Sie nicht mit Lebendimpfstoffen geimpft werden. Bei schweren Leber- und Nierenerkrankungen sowie bei einer vorangegangenen Krebserkrankung sollte der Wirkstoff nicht angewendet werden. Jede Infektion, auch eine an sich harmlose Erkältung, kann während der Therapie mit Cyclosporin schwerer und anders verlaufen als gewohnt. Cyclosporin schwächt die empfängnisverhütende Wirkung der gestagenhaltigen Minipille. Es kann zudem die Wirkung der Arznei Digoxin in Klammern bei Herzschwäche, Klammer zu, und Colchicin in Klammern bei Gicht, Klammer zu, so sehr verstärken, dass es zu schweren unerwünschten Wirkungen kommen kann. Sie dürfen nicht gleichzeitig eingenommen werden. Während der Behandlung mit Cyclosporin müssen Sie auf Ihre Ernährung achten. Ungünstig sind Kohl, Meeresfrüchte, Fleisch oder Innereien sowie der Konsum von Grapefruitsaft. Werden Sie nach Einnahme der Arznei müde, fühlen Sie sich zittrig, sollten Sie kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und keine Arbeiten ohne sicheren Halt verrichten. Wenn Sie grippeartige Beschwerden mit Halsschmerzen haben, sich längere Zeit abgeschlagen und müde fühlen, blass aussehen, wenn Fieber anhält oder Blutergüsse und Blutungen auftreten,
kann sich das Blutbild bedrohlich verändert haben. Sie müssen dann umgehend den Arzt aufsuchen und die Blutzusammensetzung kontrollieren lassen. Das gilt auch, wenn die Lymphknoten am Hals, in den Achselhöhlen, im Lendenbereich anschwellen oder Husten, Atemnot, unerklärlicher Gewichtsverlust, Fieber, Schweißausbrüche oder starker Juckreiz auftreten. Diese Symptome können Ausdruck einer Krebserkrankung des Lymphsystems sein. Diese Nebenwirkung ist allerdings sehr selten und tritt erst nach langer Therapiedauer auf. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Da keine ausreichenden klinischen Erfahrungen vorliegen, darf eine Schuppenflechte bei Kindern nicht mit Cyclosporin behandelt werden. Für Schwangerschaft und Stillzeit. In der Schwangerschaft kann sich ein Schwangerschaftshochdruck entwickeln. Außerdem kann die Geburt verfrüht einsetzen. Das Medikament sollte nur eingesetzt werden, wenn der Nutzen gegen diese möglichen Schäden sorgfältig abgewogen wurde. Das gilt auch während der Stillzeit. Bei älteren Menschen. Bei Patienten über 65 Jahren kommt es häufiger vor, dass der Blutdruck zu hoch ansteigt und sich die Blutwerte bei der Nierenfunktionsprüfung deutlich erhöhen. Es geht weiter mit Ditranol, äußerlich angewendet, und das ist grün, geeignet bei Schupfenflechte zur äußeren Behandlung.